Warum gibt es so wenige Verhütungsmethoden für den Mann? Ich finde, das ist schon seltsam, dass das jetzt schon seit Jahren halt einfach, oh ja, ne, das ist Sache der Frau. Was macht die Pharmaindustrie? Die Pharmaindustrie, die verdient auch sehr gut an der Pille. Stattdessen arbeiten unabhängige Tüftler an neuen Verhütungsmethoden. Aus diesem Loch, aus dem Loch hier oben und aus diesem Loch. Dort kommen die dann alle raus. Eine mechanische Lösung für die Verhütung ist ein Ventil mit einem Schalter. Man implantiert sie im geschlossenen Zustand und schaltet eigentlich nur die ein- oder zweimal im Leben um, wo man ein Kind will. Die Reaktion auf neue Ideen für männliche Verhütungsmittel sind verschieden. Die einfachste ist, sich lustig zu machen. Warum ist das so absurd, wenn Männer mit ihren Geschlechtsorganen experimentieren müssen? Schwangerschaftsverhütung. Es gibt unzählige Methoden für die Frau und ein paar wenige für den Mann. Als ich das erste Mal zu einer Gynäkologin gegangen bin, wurde mir die Pille empfohlen und ich wurde über Verhütungsmethoden aufgeklärt. Viele Männer kennen so ein intimes Arztgespräch gar nicht. Dabei sind in meinem Freundeskreis einige Männer, die sagen, ich würde gerne mehr über Verhütung wissen wollen und auch unterschiedliche Methoden nutzen können. Klar, wir kennen alle das Kondom und das ist auch gut so. Dann gibt es da noch den Coitus interruptus, an dieser Stelle ausdrücklich nicht zu empfehlen, und die Vasektomie, also das Durchtrennen der Samenleiter, was eigentlich eine endgültige Methode ist. Man kann es rückgängig machen, das ist aber extrem aufwendig, teuer und am Ende nicht mal sicher, ob es wirklich funktioniert. Ich frage mich, warum gibt es nicht mehr Methoden für den Mann? Am Anfang meiner Recherche stoße ich immer wieder auf ein Argument. Spermien seien einfach schwieriger zu bändigen als die Eizelle. Damit will ich mich jetzt mal nicht zufrieden geben. In der Schweiz bin ich auf einen Mann gestoßen, der seit 20 Jahren ganz allein an einem Ventil für die Samenleiter arbeitet. Clemens Biemek. Eigentlich gibt er nicht gerne Interviews vor der Kamera, denn schon oft wurde seine Erfindung falsch verstanden oder lächerlich gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass ich ihn und seine Partnerin Jeanette dann doch besuchen darf. Wie ist Clemens auf die Idee gekommen, ein Samenleiterventil zu entwickeln? Ich hatte eine Fernsehsendung gesehen, das ging über Vasektomie und ich hatte zuvor überhaupt noch nichts davon gehört. Ich wusste gar nicht, was ist Vasektomie, sowas gibt es. Und dann habe ich die Sendung gesehen und dachte, warum baut man da kein Ventil ein, statt einfach nur durchzuschneiden, dann könnte man das wieder rückgängig machen. Was erstmal überrascht, Clemens ist gelernter Tischler und arbeitet in seiner Freizeit an dem Ventil. Er hat nicht nur einen langen Atem, sondern auch Mut. Denn er hat sich seine Erfindung selbst implantieren lassen. Und damit ist er der einzige Mann, der auf diese Weise erfolgreich verhütet. Das Ventil funktioniert tatsächlich rein mechanisch. Ist es offen, können die Spermien durchfließen. Ist es geschlossen, also der Schalter in der anderen Position, werden sie seitlich abgeleitet und man ist steril. Auch mit Ventil hat man eine Ejakulation, aber ohne Spermien. Ihr Anteil liegt generell auch nur bei ca. 5%. Das sind Vorher-Nachher-Aufnahmen des Spermas. Einmal vor dem Schließen des Ventils und einmal nachdem er es geschlossen hat. Der nächste Schritt für Clemens Erfindung ist die klinische Studie. Erst danach kann das Samenleiterventil auf den Markt kommen. Es geht hier schließlich um ein Medizinprodukt. Bist du der Michel? Dann sind Sie wohl der Clemens. Ganz genau. Hallo. Freut mich sehr, sehr. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ja. Michelle hat sich freiwillig als Proband für die Studie gemeldet. Er würde sich das Ventil selbst gerne einbauen lassen und hat natürlich einige Fragen. Das ist jetzt der aktuelle Typ, der jetzt bei mir implantiert ist. Wow. Das ist auch auf den Fotos ist das ja auch drauf. Und das hat wieder das System, mit dem wir aufklicken. Was mich überrascht, ehrlich gesagt, ist, es heißt Gummibärchen groß. Genau. Das ist ein bisschen größer wie ein Gummibärchen, oder nicht? Ha! Wie ist das so, die Handhabung? Geht das gut? Also so. Es ist schon ein bisschen fummelig. Haben Sie es auch schon mal umgeschaltet? Nein. Klar hat man es mal ertastet oder so. Ja. Aber geschaltet habe ich nicht. Aber Sie, also wenn Sie sich jetzt konzentrieren, dann spüren Sie nicht, nein, also Sie wissen nicht, wo das sich jetzt gerade befindet. Wüsste ich jetzt nicht. Ehrlich. Du hast auch die Beine übereinander geschlagen. Ich finde es gut, dass Michelle als Mann an dieser Stelle seine Fragen stellen kann. Denn logischerweise hat er da nochmal einen anderen Blick drauf als ich. Ein XXL-Samenleiterventil hilft, die Mechanik besser zu verstehen. Und also meine große Frage hier ist natürlich, wo gehen die Samen hin?
Die Spermien kommen dann hier seitlich hier raus. Die kommen hier seitlich raus. Aus diesem Loch, aus dem Loch hier oben und aus diesem Loch. Dort kommen die dann alle raus. Und die gehen dann Und dann wohin? Die gehen dann in den Hodensack. Und was und machen dort, sie da? Ja, die werden dann als Fremdkörper erkannt. Die sind fremde Eindringlinge und da gibt es die sogenannte Phagozytose, die auch Bakterien tötet oder abgestorbene natürliche Körperzellen und das wird einfach biologisch aufgelöst. Und der Körper weiß genau, was da zu tun ist? Das macht er tagtäglich, jede Sekunde millionenfach in deinem Körper passiert ist. Okay, und da einmal mehr oder weniger spielt im Körper keine Rolle. Übrigens, versehentlich umschalten kann man das Ventil nicht. Es gibt einen Sicherheitsstift, der beim Umschalten gleichzeitig gedrückt werden muss. Also gar nicht so einfach. Man muss sich wirklich überlegen, wie oft schaltet man denn wirklich? Eigentlich. Man implantiert es ja im geschlossenen Zustand und schaltet eigentlich nur die ein- oder zweimal im Leben um, wo man ein Kind will. Und da müsste man vielleicht nur ein-, zweimal schalten, dann war es das. Michelle ist bei Weitem nicht der Einzige, der sich als Freiwilliger für die Studie gemeldet hat. Knapp 4000 Männer wollen sich das Ventil implantieren lassen. Clemens erzählt mir, dass es vielen Probanden auch darum geht, selbstbestimmt zu sein, Kontrolle über ihre Fruchtbarkeit zu haben und zu wissen, wann sie ein Kind zeugen können und wann nicht. Ich frage mich, was Michelle antreibt. Ein wichtiger Punkt ist halt einfach diese gewisse Gleichberechtigung. Also ich finde, das ist schon seltsam, dass das jetzt schon seit Jahren halt einfach, das ist Sache der Frau. Andererseits finde ich irgendwie so, ja, es leuchtet mir eigentlich total ein. Also los, jetzt brauchen wir jemanden, der das irgendwie testet. Weshalb das noch nicht auf dem Markt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Fragezeichen. Und auch das interessiert mich dann wieder. Wieso ist das noch nicht auf dem Markt? Das ist doch irgendwie auch speziell. Das sehe ich genauso. Alle großen Pharmakonzerne und auch die WHO haben die Forschung an neuen Verhütungsmitteln für den Mann aufgegeben. Kleinere Forschungsteams oder gemeinnützige Stiftungen machen allerdings weiter. In den USA laufen Studien an einem Basalgel. In Indonesien Tests mit dem Wirkstoff der Pflanze Justitia gendarosa. In der weiteren Recherche stoße ich außerdem auf Fabian Hennig. Er ist Geschlechterforscher und promoviert zu dem Thema Männlichkeit und Verhütung. Und auch Fabian fragt sich, warum es keine neuen männlichen Verhütungsmethoden auf den Markt schafft. Meine These ist, dass das mit dem vorherrschenden Verständnis von Männlichkeit zu tun hat. Also dass eben viele Männer da um ihre Potenz fürchten, dass sie fürchten, als unmännlich wahrgenommen zu werden, wenn sie sich dieses Themas annehmen, weil Verhütung eben sehr mit Weiblichkeit assoziiert wird und dass sie es deswegen scheuen. Klingt für mich erstmal nach einem Klischee, aber ist durchaus nachvollziehbar. Für Fabians Forschung sind auch Männer interessant, die alternative Methoden nutzen. Das französische Verhütungskollektiv Thomas Boulou nutzt zum Beispiel die Verhütungsunterhose. Die Hoden werden in den Leistenkanal geschoben und erwärmt. Dadurch fällt die Spermienproduktion aus. Klingt vielleicht erstmal seltsam, aber warum eigentlich? Fabian kennt die Reaktion darauf. Schon so belustigt. Also es hat so was Skurriles an sich, diese männliche Verhütung. Insbesondere so bestimmte Methoden wie das Hodenbaden oder die Verhütungsunterhosen. Da hat man die Lache eigentlich gleich mit bei dem Thema. Und das ist ja auch spannend. Also warum ist das überhaupt so? Warum erscheint das so komisch? Warum ist das so absurd, wenn Männer mit ihren Geschlechtsorganen experimentieren? Ist das bei weiblichen Verhütungsmethoden eigentlich auch so, dass wir von Hormonspiralen belustigt sind oder Kupferketten als skurril wahrnehmen? Mit Sicherheit spielen auch Ängste eine Rolle. Fabian würde es Angst vor Potenzverlust oder Kastrationsangst nennen. Aber das lässt sich natürlich nicht pauschal auf alle Männer übertragen. Michelle erzählt mir, wie er das empfindet. Bezüglich meiner Männlichkeit ist das tatsächlich etwas, worüber ich nachgedacht habe. Aber ich definiere meine Männlichkeit über andere Sachen. Glücklicherweise funktioniert das. Also Kreativität, Humor, Charme, was auch immer. Und das reicht mir so. Und ob ich jetzt da wahnsinnig fruchtbar bin oder halt den längsten habe oder sonst was, tut mir leid, ist nicht so wichtig. Außerdem, was dann noch hinzukommt, dieses Ding, das ist so einfach nachzuvollziehen, also habe ich überhaupt keine Angst. Ja, und weshalb ist das denn nicht schon auf dem Markt? Tja. Erstens mal ist es ein Medizinprodukt, da gibt es schon einige Hürden, die man nehmen muss. Mhm.
Dann ist ja der Clemens kein großer Konzern, sondern eine Ein-Mann-Person. Jetzt hat er schon lange jemanden an seiner Seite, den Herrn Schnückel. Der hat auch ganz viel dafür getan, dass es jetzt beim Model 4 ist, ein ausgereiftes Modell. Das Patent haben wir, aber wenn du es jetzt produzieren willst, willst du die klinische Studie machen, dann braucht es wirklich viel, viel Geld. Warum investiert niemand in männliche Verhütungsmethoden? Auch bei hormonellen Methoden fehlt das Geld. Professor Dr. Dr. Nieschlag arbeitet seit Jahrzehnten daran, das zu ändern. Er ist Androloge, also vereinfacht gesagt ein Männerarzt, und hat gemeinsam mit anderen sogar ein Manifest geschrieben. Das aktuellste ist von 2018. Ich zitiere: Wir fordern jetzt mehr Aktivität. Die Zeit für männliche Kontrazeption ist gekommen. Professor Nieschlag ist mittlerweile im Ruhestand. Aufgegeben hat er allerdings nicht. Warum braucht es in seinen Augen ein Manifest für männliche Verhütung? Natürlich auch die Bevölkerung aufmerksam zu machen. Es gibt solche Methoden, die nur noch fertig entwickelt werden müssen, aber keiner tut's. Herr Nieschlag erzählt mir, dass 2011 auch die letzte große Studie gezeigt hat, hormonelle Verhütung für den Mann ist effektiv. Nebenwirkungen sind ähnliche wie bei der Frau. Mein Eindruck ist, Frauen mutet man die Nebenwirkungen zu, Männern eher nicht. Warum hat die Pharmaindustrie aufgegeben? Die verdient auch sehr gut an der Pille. Und die Pille ist andererseits so preiswert geworden, dass sich der Aufwand für die Entwicklung einer männlichen Kontrazeption nicht lohnt. Das Pharmaunternehmen Schering war mit hormoneller Verhütung in Form eines Implantats und einer Spritze sehr weit. Bayer hat Schering damals aufgekauft und die Forschung daran eingestellt. Ich habe bei Bayer direkt angefragt, warum man sich so entschieden hat und ob man vielleicht in Zukunft wieder an einer männlichen Verhütung forscht. Zitat: Diese Kombination aus Implantat und Injektion hat sich in der klinischen Studie zwar als wirksam und mit tolerierbarem Nebenwirkungsprofil gezeigt, wegen des unangenehmen Anwendungsschemas war Bayer jedoch nicht überzeugt, dass diese Kombination von den Männern genügend akzeptiert werden würde. Also im Klartext geht man davon aus, dass Männer das so nicht nutzen würden, aber es hat funktioniert. Für Bayer ist daher klar, der finanzielle Aufwand, ein männliches Mittel auf den Markt zu bringen, lohnt sich nicht, wenn man am Ende kein Geld damit verdienen kann. Ich frage mich, wie man darauf kommt, dass Männer die Anwendung nicht akzeptieren würden. Ist das nicht auch bevormundend oder sogar sexistisch? Sexismus gegen Männer, ja, ich würde insofern zustimmen, als dass es viele Vorurteile gibt, die immer wieder dazu führen, dass solche Studien abgebrochen werden, dass auch die Forschung allgemein in Medien zum Beispiel immer wieder so besprochen werden oder aber auch in persönlichen Gesprächen, dass Männer irgendwie nicht zuverlässig seien, dass sie viel schmerzängstlicher als Frauen seien, dass sie eine Spritze nicht aushalten können oder es nicht schaffen würden, eben einmal am Tag die Pille zu nehmen. Das sind natürlich schon Geschlechterklischees, die man vielleicht sogar als sexistisch bezeichnen könnte, aber über die sich wohl kaum ein Mann öffentlich beschwert. Und das finde ich halt auch nochmal einen interessanten Punkt, dass es da offensichtlich von männlicher Seite auch nicht jetzt die großen Proteste gibt, wenn sowas behauptet wird. Stimmt. Frauen haben für die Pille gekämpft. Einzelne von ihnen finanzierten die Forschung dazu sogar selbst. Egal, ob es medizinisch nun schwerer oder einfacher ist, die Eizelle oder die Spermien zu kontrollieren, eines erscheint mir dann doch ganz klar. Neue männliche Verhütungsmittel sind möglich. Also was müsste passieren, damit es weitergeht? Ja, die Männer müssten aktiv werden. Es müsste Powergroups geben, die sich für die männliche Kontrazeption einsetzen. So wie früher die Frauen in den 50er und früheren Jahren, von den 20er Jahren an, ja für die Befreiung der Frau gekämpft haben. Ich bin überrascht, was alles schon möglich ist. Klar, Verhütung ist und bleibt eine sehr individuelle Frage und jede und jeder muss für sich selbst die passende Methode suchen. Und wie ich finde, zwischen unterschiedlichen Methoden wählen können. Mein persönlicher Erkenntnisgewinn: Selbst wenn ich als Frau die Verantwortung nicht abgeben will, wenn beide Seiten verhüten, heißt das doch nur ein doppelter Schutz. Mich interessiert jetzt vor allem, würdet ihr mehr männliche Methoden nutzen? Und an alle, die biologisch schwanger werden können, was sagt ihr dazu?
Verhütung Frauensache, die Fragen, ob Verhütung nur Frauensache ist und warum es okay scheint, dass Frauen die Nebenwirkungen der Pille in Kauf nehmen, Männer aber nicht, hat das Team von Deutschland 3000 verschiedenen Paaren gestellt. Die Antworten darauf findet ihr in diesem Video.